Guten Tag, Leute, und willkommen zu WarZ. Und dabei ist Daniel LP. und Mr. Kiwiki LP. ja. Und ich sehe aus wie ein Ich. Scheißnerd. Ach komm, du hast nur ein paar Sachen, nee, aber das kommt doch noch. Ich habe einen Miniaturrucksack. Ja, und Kiwi, ich nehme auf und 30 FPS bleiben Na dauerhaft. dann. Na Und dann. Und läuft nix, alles, ne? nix, ja, alles flüssig. Ja, das sollte so sein. Ich bin dafür, Hallo. dass wir jetzt hier schräg rüberlaufen zu Emerakapexel. Oh Gott, was soll das für ein Name? Was über Smallville ist. Ja, und dann weiter in Richtung da Süden, ne? Ja. Genau, dass wir dann so darüber kommen und nochmal diese ganzen Buckel da mitnehmen. Genau. Okay. Okay, Kiwi. Jetzt Also in habe die ich mal Richtung bei dahinter. Skype angeschrieben. Ja, Ich habe richtig, ich deswegen kann jetzt immer aber auf schlecht nach beschäftigt stellen. unten. Ja, habe ich vergessen. Habe ich Ups. Ich vergessen. hab's diesmal dran gedacht. Ist mir jetzt doch egal. Wenn es Joey jetzt ist, dann regt er sich gleich mal wieder auf. Aber ich kann jetzt ja schlecht nach unten setzen, dann nimmt er das andere Scheiß. Aber das will ich nicht. Geht ihr mal vor, ihr habt die Waffen. Ich habe gar keine Waffe in der Hand, ich habe nur Fernglas. Ich auch. Ja, ich habe aber nur den Colt und den muss ich mir aufheben. Ja, Na, für welche du ich. hebst ihn wenigstens Na auf. hier, wo keine Zombies sind, da kannst du mal den Colt ausrüsten. Ne? Aber Weil hier könnten, Gegner entgegenkommen, sobald weißt du? Zombies kommen, musst du dann schnell die Taschenlampe wieder ausrüsten. Aber wie schön grün das hier ist, ne? Ja. Wunderschön. Durch die Waffe da, jetzt soll ich nur nicht die linke Maustaste drücken. Nicht die linke Maustaste drücken. Nee. Ja, Daniel, ne? Letzte Aufnahme, ne? Gibt er mir Warum den hast du Hammer, ich das? bück mich vor ihm, will den Hammer aufnehmen, dann steckt er vor mir den Hammer auf meinen Kopf rein. Ja, der hat von ganz alleine gehauen. Ich mach's Menü zu, ne? Und auf einmal fängt meiner an zu kloppen und haut ihn voll auf den Schädel. Da war die Aufnahme angefangen und war auch schon gleich tot. Ja. Super. Hey, nein. Das war cool. Ohne Vorwartung prügelt er so auf mich ein. Ja, Lass, das. spielt ihr im Ego-Shooter-Modus? Also Nee, mit den ich. Körpersicht. Na, ich gerade schon. Ihr müsst mal, wenn ihr die Waffe habt, in den Ego-Shooter wechseln. Es kommt richtig so Call of Duty rüber, ohne Witz. Warte mal. Ja, da kannst du dann Aber auch so am besten richtig. machen. Oh Gott, wie das aussieht, wie als wären wir so Jäger auf Jagd. Ich schwöre. Das ist richtig geil. Ich habe Da ist nämlich nichts gerade mehr. hier eine komische Musik, aber die kann ich Nee, ich nicht auch. Die zuordnen. Die kann ich nicht zuordnen. Nee, wir nähern uns Smallville, also. Na Das kann gut sein, dass das davon dann gleich kommen wird. gehen wir ja vorbei. Ja, da Ich müssen wir nicht sagen. unbedingt rein. Auch die Ego-Shooter-Perspektive ist, wenn du halt eine Waffe in der Hand hast, sieht richtig geil aus. Ja, mache ich. Ich renne jetzt aber auch jetzt als die ganze Zeit mal als Ego, damit, wenn ich schnell auf Waffe umwechsle, dass ich dann schnell besser schießen kann. Ach so, du läufst gar nicht mehr in der einen Sicht. Nee, jetzt erstmal nicht. Ich laufe jetzt mal die ganze Zeit so in der Ego-Shooter, weil das mit dem Revolver in der Hand sieht Weil schon das geil sich auch mit aus. dem Fernglas besser macht. Wieso? Geht doch auch so. Naja, musst du mal machen. Fernglas in der Hand halten und Ego. Da hast du, siehst du das Fernglas gleich? Ach, da unten ist Ja. Smallville. Ich mag Smallville nicht, da bin ich erstmal gestorben. Ja, Ja, schon. Da sind wir auch ist schon ziemlich hart. gestorben. Nicht nur Ist schon einmal. ziemlich hart. Ja gut, die Ego-Perspektive, die sieht natürlich schon ein bisschen geiler aus, ne? Also. Vor allem mit der Waffe in der Hand. Nur Das kann ich auch. man Ich hat habe einen keinen Fragen, falls Baseballschläger. man muss. Ich habe einen schönen Baseballschläger und eine schöne Ja. Waffe. In Und ich habe der einen Hammer. Pre-Release hat man sich aber Baseballschläger gekämpft, hat sich selbst geschlagen, wenn man Gegner nicht trifft, gell? Ja. War das so, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Kevin, ich habe einen Schusterhammer. Wo bist du denn? Ach, da ist Blut dran. Ja, vom letzten Zombie nur. Nee, von Blackies Kopf. Nee, warte mal, Ja, genau. geht mal kurz weg. Da auf dem Boden. Hey, nein. Kommt nicht, ne? Was? Ich Na hab's ja, nicht so ein gehört. Pfeifen am Ohr. Doch so Tschu, ein. Nee, doch. kommt nicht. Und dann kommt. Na gut, wir Als hättest du sollten. so einen Windzug halt so. Wir sind. Ich muss gleich mal wieder checken, ob man uns einer folgt. Hi. Ja, weil da oben die Safe Zone, ne? Aufpassen müssen wir schon. Oh, ich glaube, ich bleibe erstmal so auch in der Ego-Perspektive. Sieht das schon wieder ein bisschen geiler aus. Ja.
Richtig, like Call of Duty oder wie heißt es hier? Schießen, schießen kann man natürlich auch besser in der Ego, ne? Ja, man hat ja aber kein Fadenkreuz. Du musst zielen, sonst. Ja, mit Kimme und Korn ist ja nicht so schlimm. Kennt man ja noch aus. Die Leute haben das auch so ein bisschen auf zu. Oh, Lex. Müssen wir da jetzt runter, wenn ich jetzt so gucke? Wir müssen hier runter. Ja, also wir können auch weiter da vorne hingehen, da hinten ist eine grüne Sache zum runterlaufen. Hier weil drauf? Wir laufen hier jetzt gerade wieder voll in die Safe Zone rein, da oben ist sie nämlich schon wieder. Ach so, ja, stimmt. Ja, oder wir gehen noch mal kurz in die Safe Zone, dann hole ich für Kiwi mal noch einen Helm und eine Schutzweste. Ja gut, können wir auch machen. Und einen größeren Rucksack. Ich hatte einen Mini-Rucksack, den kleinen. Und warum ist mir kalt? Mir ist dann Fenster zu. Oh, so kalt ist es nicht. Gestern Abend war es kalt, da war minus 6. Bei mir minus 1. Und bei mir liegt Schnee. Jetzt im Ernst? Bei mir liegt auch Schnee. Nee, echt? Und schneit, bei mir immer noch. Ja. Was für ein verschwickten Dorf, die Weg. So, hier sind wir schon. Wir gehen mal bis. Safe Zone, ja, endlich. Wir gehen mal bis zu der hellen Stelle. Steck ich sogar die Waffe weg. Komm. Weil ich nett bin. Hey, und jetzt kam der Ton, dass ein Spieler in der Nähe ist. Wie geil ist das denn? Echt? Ist aber egal jetzt. Nee, das ist dumm. Ja, ich hab den Zone auch. Ja, ich auch. Aber so, der kann uns jetzt ja hier nicht tun. Wenn wir uns hier rausbewegen können, kann der uns abknallen. Das werden wir dann sehen. Das kann der erst, wenn er auch rausgegangen ist. Wir leuchten ja dann nee. Erst. Ja, stimmt, der kann ja vorher nicht schießen. Also Server 27 merken. Ja, ja. So, dann gehe ich mal kurz. Wir warten hier dann mal schön. Wir machen ein Lagerfeuer. Hoffentlich spawnt er dann auch hier. Wir machen das Lagerfeuer. Ich spawn dann wieder hier, ist richtig. Das LRGIRFG. Nein. Ich kenn das sogar. Ja, sicher kenne ich das, hallo? Ja, aber weiß ich nicht alle. Tja, du. Ich will mich anvisieren. Oh, ist mir kalt, ey, das geht ja gar nicht, ey. Dann zieh dir Handschuhe an. Ja, übel, ich zieh mir echt gleich Handschuhe an. Und ich krieg langsam Hunger und Durst, also hier im Spiel jetzt, so langsam. Ja. Noch brauche ich. Kommen ja schon bald. Wir kommen bald an so einen Teil rein, wo wir gut reinlaufen können. Aber sie haben jetzt hier natürlich die Zombie-Menge erhöht, ne? Warum? Weiß ich nicht, ist halt so gekommen. Hast du eigentlich in deinem Inventar auch die Samurai-Schwerter? Was für Samurai-Schwerter? Hast du keine Samurai-Schwerter in deinem Inventar? Das Einzige, was ich habe, ist eine Taschenlampe und die Waffe ausgerüstet. Ne, ich meine jetzt in dein Inventar, wenn du jetzt hier rausgehen würdest, dich auslocken würdest. Muss ich gucken. Die haben uns nämlich sehr Samurai-Schwerter ins Menü getan. Muss ich gucken. Mach ich jetzt aber nicht, mach ich nachher. Ich brauche jetzt nicht unbedingt Samurai-Schwerter. Obwohl das besser käme als ein Flashlight, ne? Ja, aber wenn die dich umbringen, ist das Schwert weg, ne? Genau deswegen, ja. Deswegen, wir haben sie einmal mitgehabt, ja, haben wir Glück in der gehabt. Ersten Aufnahme, die wir machen, haben wir die Schwerter hier mit. Dann nehme ich mir das lieber auf, wenn ich mit aufnehme, dann zeige ich es da mal. Genau, eins hat irgendwie so komische Eiseigenschaften, wenn man mitsteht, kommen auch solche Eiswolken. Aber viel verändern tut das aber trotzdem nicht. Hast du alles, Daniel? Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg zurück. Yeah. Er ist auf dem Weg zurück. Leg da mal da hinten auf der Stelle eine Mine hin, wenn er dann droppt. Ja. Leider gibt's keine. Blackie, weißt du denn, wo er genau droppt jetzt? Da, wo ich mich ausgelockt habe. Wo hast ich du dich genau irgendwo, ich meine genau hier irgendwo. Dann bleib mal genau da stehen. Mal gucken, ob er da spawnt oder nicht. Nee, ich ein bisschen daneben. Wenn er auf mich landet, dann wird er wieder rausgekickt. Krass. Stell dir vor, ich laufe jetzt da so lange, auf einmal will einer spawnen, der fliegt eiskalt wieder raus, weil ich gerade mal für 2 Sekunden über seine Stelle gelaufen bin. Das wäre schon krass irgendwie. Wo bleibst du? Ja, noch ein ganz kleines Stück. So, jetzt hat er vollgeladen. Jetzt müsste er gleich kommen. Und noch mal ein bisschen. Ach, guck mal, der ist auch nicht gespawnt. Ganz unten. So. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Was so. Ist das für ein Gewehr? Oh, dann schreit. Erstmal den Rucksack. Tausch den mal aus. Inventory. Klickst du Rucksack an und dann Change Backpack, ja. Genau. Change. Jetzt habe ich den Small Backpack drin, was soll ich damit machen? Wegschmeißen. Geh aber ein Stück weg von mir. Das wegschmeißt. Jetzt schmeißen weg. Wie macht man das? Na, einfach rechts anklicken. Oh Gott.
Dann kommen wir da Jetzt kannst du wieder herkommen, das ist jetzt Kacke. wieder den Rest. Und ein Helmi. Ich muss mich drängen. Ja, okay, warte. Ja, dann gib erstmal noch den Helm. M9. Jetzt müsstest du so aussehen wie wir. Jo. Jetzt siehst du nicht mehr so minderwertig aus. Endlich, jetzt sehe ich nicht mehr so bescheuert aus. Hier noch ein paar, ne? Erstversorgung. Wow, wie viel? Danke. Ein Liter. Ach, herrlich. So. Jetzt fühlt sich's gut an, so gut ausgerüstet zu sein. Fernglas. Und jetzt habe ich wiederum Angst, mit dem Charakter weiterzuspielen. Jetzt gucke ich mal. Oh, die Musik wieder, ey. Naja, bei mir ist auch gar keine Musik. Bei mir war gerade die Sonne so. Ja, bei mir auch nicht. Ja, komm, lass uns hier einfach runterlaufen ins Grüne. Mit Daniel, oh, wo wollt ihr jetzt hin? Genau, ja, in die Richtung da. Ja, aber wenn wir da jetzt runtergehen, ist da wieder diese Felskante, ne? Ach so, ja. Gut, hier. Na, Waffe wieder ausgerüstet. So soll's sein. Und was hilft, wenn einer, wenn du jetzt merkst, dass einer dich beschossen hat, gleich losrennen und immer so springen? Genau. Dass du erstmal irgendwo Deckung wegrennst und Deckung suchst. Okay. Da haben sie mich letztens in die Uni getroffen. Und wieso habe ich 6 Schuss und auf einmal 1 Schuss zum Nachladen? Ja, weil ich dir nochmal eine mal mitgebracht habe. Einmal extra. Ist das ein Magazin oder eine Kugel? Nee, das ist ein ganzes Magazin. Sind nochmal 6 Schuss. Also heißt es, ich darf erst nachladen, wenn ich geschossen, wenn ich alle leer habe. Wenn du alle leer hast, dann lädst du automatisch nach und hast du nochmal wieder 6 Schuss. Wer von euch kennt Cry of 4? Cry of 4? Es ist eine Mod für Half-Life 1. Echt? Kenn ich nicht. Da zählt es auch so, wenn du zum Beispiel, ich bin ja so einer wie in MW3, du ballerst und lädst sofort nach. Wenn du dort nachlädst, hast du ein ganzes Magazin nachgeladen und Kugeln verschwendet. Ich hab doch die ganze Half-Life-Reihe, dann müsste ich das doch haben. Ne, den so ein Mod musst du downloaden. Was? Es ist so ein Add-on, was sie dazugefügt haben. Ne, das ist eine Mod von einem, von irgendeinem Fuzzi gemacht, vom 14-Jährigen. Ja. Ach so. Ja, das ist downloaden und dann irgendwie, keine Ahnung. Ach so. Ne, ich hab da bloß, glaube ich, irgendwas mit Deathmatch habe ich noch ins extra von Half-Life und mit Lost irgendwas. Da hinten ist es. Was ist da hinten? Ja, das ist das kleine Ding, wo wir hin wollen. Ja. Und wer schreibt das Hey Guys, meint er uns? Wehe. Nö, nö. Muss ich sagen. Könnte sein, er hat bis jetzt noch nie geschrieben. Wie viele Banditen gibt's? Wenn wir eine Kugel in der Seite sitzen haben. Es gibt einen Banditen und das ist der Gary Monson. Monsoon. Und ich bin ganz oben. Ich bin da an oberster Stelle. Oh ja, und dann kommt Daniel 666 und ich bin Nummer 6. Oh. Wo seid ihr denn? Oh, bleib bei mir, Mensch. Verlass mich nicht. Oh. Ach, scheiße. Eins habe ich vergessen, ne? Ich hätte Kiwi ja auch noch ein Fernglas mitbringen können. Das wäre nicht schlecht gewesen. Und nicht immer so aufeinander hocken. Der hätte auch ausspähen können. Ja, das ist sehr gefährlich, wenn man zu nah zusammenläuft. Wir müssen ein bisschen auseinander, also ein bisschen geordneter laufen, so dass wir nicht einen Schuss, wenn einer auf einen von uns schießt, dass wir nicht alle drei mit einem Schuss draufgehen. Nur weil wir so nah nebeneinander laufen, ne? Ich erschieße mich selbst. Puff. Wenn das gehen würde. Das wäre so krass. Mein Fuß. Oh Gott! Na, oh, jetzt kommt der Rotze wieder. Na toll. Bis jetzt sieht sich das alles ziemlich ruhig hier, ne? Sag sowas nicht. Sag sowas nicht. Es hält sich ziemlich ruhig hier. Alter, ich könnte wetten, hier irgendwo sitzt einer mit einem Scharfschützengewehr und wartet nur. Tja. Und 2 Minuten später, ding, ding, puff. Scharfschützengewehr. Ja, lass es unbedingt mal haben. Geh weg, geh weg von mir, Daniel, geh weg. Ich will dir nicht wehtun. Oh, wie weit ist es denn da noch hin? Also noch kam kein Geräusch, also denke ich mal, dürfte auch keiner irgendwie... Ist das echt die Stadt da vorne gewesen? Ja, da unten ist eine Stadt, ja. Oh, fuck, wir sind nach Smallville gelaufen. Oh ja. Da wollten wir doch gar nicht hin. Dann müssen wir da hoch jetzt. Hier hoch müssen wir. Ja. Lecky, lauf mal nicht so schnell, du bist schon ganz... Ja, ich bin ja immer Smallville waren wir ja letztens erst, ne? Ja, da waren wir schon. Smallville ist unser Tod. Naja, nicht unbedingt. Nicht unbedingt.
Mein erster, wisst ihr, wie ich gestorben bin? Einer hat gesagt so, ich habe so geschrieben, ey, ich bin unbewaffnet. Der eine sagt, okay. Der andere sagt, auch okay. Was habe ich dann geschrieben? Bitte lass mich am Leben. Dann schreibt einer, kann ich nicht versprechen. Dann schreibe ich, wette nicht, bin gleich tot. Dann sagt er, guck mal hinter dich, ich drehe mich um, pff, tot. Ja. Ja, das ist, seitdem will ich da nicht mehr hin. Darfst keinen einzigen vertrauen, auch wenn er friendly schreibt und so, am besten nicht zurückschreiben, dann weiß er nicht, dass irgendwo. Genau. Außerdem Clan, den hoffe ich, kann ich doch vertrauen hier. Den Clan kannst du jederzeit schreiben, das können wir nur wir lesen, aber es wäre ja Blödsinn, weil wir hören dich ja, ne? Ich meine nur, dass ganz ich euch genau vertrauen kann, das meinte ich damit. Ach so, ja klar. Warst du eigentlich schon mal bei dem Haus, Daniel? Ja, privat. Ich freue mich schon mal, wenn ich eine Waffe alleine finde. Also wenn wir drei irgendwo hingehen und ich finde eine Waffe. Das kommt schon noch. Was los? Zombies? Wo? Na da. Ja, sind der Regel. Beim Haus. Einen Moment, ich tausche kurz die Waffe. Ja, jetzt wird Nahkampfwaffen. Mhm. Jetzt kommt so das Zombie-Geräusch. Das ist Zombie-Geräusch. Mhm. Ja. Nur Eulen sind bis jetzt hier. Und ein Wohnwagen. Eine rothaarige, eine schwarzhaarige. Dann wollen wir mal, würde ich sagen, oder? Ja. Warte, ich pack schon mal aus, das Teil. Die Taschen haben eine Flashlight. Blackie mit seinem Baseballschläger. Mhm. Und auf die Tretmine aufpassen. Und jetzt schalte Tretmine? Ich Tretmin, also ja. Manchmal liegen hier irgendwo Zombies rum, einfach. Ja, das war und die nennen wir Tretmin. Da bin ich nämlich schon mal, da bin ich vorhin schon drauf reingefallen. Ich denke so, ist das eine Leiche? Kann ich die plündern? Ich geh hin, steht die auf einmal auf. Ich denke, ah, toll, jetzt bin ich gearscht. Mit was verprügelst du die, ey? Ein Hammer. Achso. Und wenn ich eine haue, dann immer schön wegbleiben, ne? Will ich nicht, und ich will dich nicht außersehen. Hier ist nichts drin. Außersehen. Das hier ist nichts drin. Geh weg, ich will. Komm her, du Lackaffe. Stirb, die Motherfucker. Die liegen aber nice nebeneinander, wenn das nicht mal wirklich geiles Bild ist. Verreck! Das dauert ewig. Ich glaube, der will nicht sterben. Du musst nur auf den Kopf hauen. Sag's mir aber früh. Ich hab die ganze Zeit. Ah! Wow! Warte, ich komm schon. Ja, Blackie. Ne? Da muss zwei, Blackie. War das jetzt hier gerade ein Menschenfeind-Sound? Oh oh, Blackie, du stirbst. Oder? Ja. Ich kann's einfach nicht. Pass auf, hinter dir. Blackie, hinter dir! Oh, die Tasten, Mann. Die! Chill, stirb, chill, stirb! Boah, Ego-Perkative geht gar nicht. Nee, da, ich hab jetzt gewechselt, wenn das. Ich hab Chill gechillt, ich hab Chill gekillt. Das geht gar nicht. Guck mal, hier liegt Chill auf dem Boden, ey. Hast du Heilung? Ja, die brauche ich jetzt voll auf. Na gut. Wenn du noch welche brauchst, dann musst du sagen. Oder hab ich denn noch? Alter, ey, ja. Ego-Perkative ist für'n Arsch. Welche, die Ego? Ja, die ist für den Arsch, das kriegt gar nicht für, mehr. Ja, weil, oh, wie viel Zombies ist da noch? Ich hau hier auch mal so in einer, also in einer anderen Perspektive. Da hinten ist noch einer. Oh, das war das Glockengeräusch. Das bedeutet nichts. Achso. Alter, warum haut der immer mich? Jetzt bin ich schon wieder rund, fast unter den Knien, ey. Es ist Zeit, dass ich wieder Heilung finde. Warte, Blackie, komm her. Wenn dir Wasser hilft. Achso, nee, Wasser bringt er. Alter, wie viele Zombies da sind! Ich hab nur eine Taschenlampe, verdammt. Hier. Okay, das eine müsste ja reichen. Ja, ist ja Antibiotika. Ist da hinten auf den Dings steht was. Ja, soll ich das kurz holen gehen, ey, während ihr die Zombies da abkippt? Einer lockt die weg, pass auf, da kommt noch. Pass auf, du. Wo? Oh, erschreck mich nicht so. Wow, wie viele! Erstmal Rückzug, ein bisschen. Hier liegt eine Soda.
und Kokosnusswasser. Oh Gott. Und da liegt noch irgendeine Notiz oder sowas auf dem Boden hier. Stirb, du hässliche Fratzenkacke hier. Geh kacken. Geh sterben. Hilfe. So. Was soll ich denn sagen? Ich werde auch gerade attackiert. Gut, ich hab tot. Hier liegt noch eine Notiz. Ich hab das halbe Dorf hinter mir herlaufen. Komm mal hier zurück, Kiwi. Mach eine Kurve. Dann komm zurück. Ich hüpf einfach hier rüber. Hi. Achso, da bist du, mein Blackie. Ja, Blackie, du hast jetzt, ne? Warte mal, ich helf dir. Soll ich schießen? Nee, also nee. Auf die Bild auf Apple fast stehen bleiben. Ah ja. Hast du Granate, Daniel, oder was? Nee, nee. Komm hier aufs Auto drauf. Au, 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 au. Au, 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 au. Jetzt bin ich auf meinem Bauch, jetzt bin ich auf meinem Bauch. Pusht. Daniel, mach das. Nicht dazwischen gehen, Kiwi. Ich bin schon auf dem Auto. Ich habe jetzt freie Boote, meine Mutter, meine Fahrzeug entspritzen. Ja, jetzt muss ich mich auch mal kurz heilen. Ich bin jetzt die Hälfte. Hast du dich hinter das Auto umgeguckt? Hinterm Auto? Hinterm Haus, meine ich. Achso, nee, aber auf dem Haus, da liegt jetzt, ich habe eine Soda-Can oder sowas gefunden. Da liegt ja, jetzt noch eine Notiz. Ja, das ist so eine Notiz, die bringt gar nichts. Die bringt nichts? Okay. Ich gehe mal Black hinterher jetzt hier. Oh, da ist eine Scheune. Interessiert mich jetzt gerade mal. Wer hat denn hier jemand wen angelockt? Ne, ich nicht. Ich habe jetzt gerade dieses Scheißgeräusch gehabt, Spielernähe. Hier habe ich irgendein Essen und Soda. Willst du Soda haben, Blacky? Ja, ich habe nämlich, glaube ich, auch nichts mehr zu trinken. Na gut, dann nimm du die Soda mit. Ich habe noch eine Soda, falls ihr braucht, also. Ja, ja. Ne? Hab ich auch. Hey, und ich jetzt... Hätte ich jetzt allein gespielt und hier die ganzen Zombies abschlachten müssen, ich glaube, ich wäre schon wieder gestorben. Da kommt einer. Na komm her, Süße. Süßer. Nee, ist es Süße? Nee, ist ein R. Du bist hässlich, geh sterben. Geh mal Haare schneiden, Kollege, stirb. So. Kurz okay. Nix hier. Was ist das für ein Sound? Da ist noch ein Zombie, oder? Ich will am besten vorbeilaufen, ne? Hm? Ist es ein Zombie oder ist es Mensch? Dann können wir besser hier lang laufen. Ja. Keine Ahnung, was fragt ihr mich da? Ja, gehen wir da durch die, da ist so ein, in den Bergen so ein kleiner... So ein kleiner Kasten, wo man reingehen kann, ne? Ah, hinter euch. Hm, ich sehe schon. Der will auch noch gerne mitwirken. Will mitwirken? Achso. Ah, ne, da hinten. Hält eine Menge aus, der Typ, oder? Ja. Der war stärker wie die anderen, weil er ein bisschen höher stand irgendwie. Ein paar größer wie du. Kokosnusswasser habe ich gefunden vorhin noch. Ja, es heilt auch ein bisschen Essen. Ja, aber es füllt dir Trinken voll auf. Na, dann warte ich noch, weil mein Trinken ist jetzt ein bisschen. Also da fehlt ungefähr ein Viertel oder so. Kannst am besten immer so lange warten, jetzt bis es fast unten ist. Ja, vor allem bei dem, wenn es voll füllt, dann hast recht warten. Ja, sonst ist es Verschwendung. Ne? Ja. Ja. Kalt. Jo. Hier haben wir wieder einen schönen Blick auf Smallville. Ich hasse Smallville. Daniel, wo bist du mit Fernglas? Hier. Guck mal auf das Haus da, wo dieser Kanister drauf ist, mal drauf. Dieser Kanister? Das ja, ist die dieser Kirche. Rote. Dieser rote. Ach ja. da steht einer auf dem. Da stehen zwei Zombies hintereinander, oder? Ja, das sieht aus, als ob der eine... Ob das, ja, ne? Ja, so, ne? Sexueller Akt. Ja, ich sehe es nicht, ich habe kein Fernsehglas. Oh. Sexuelle Aktivitäten vertreiben die da. Ja. Wie sind die da drauf gekommen? Keine Ahnung. Du, heute, wo ich gespielt habe, sind Zombies auch aufs Auto gegangen. Ja, aber wie sind die da oben aufs Dach drauf gekommen, weil da gar keine Leiter auf dieses Haus führt? Bist du dir sicher? Obwohl ich sagen muss, ich sehe... Na gut, die können ja auch, wenn da Mitspieler sind, die können ja auch in der Kaufhalle oder sonst wo drin sein. Ja, aber wie sind die denn da oben drauf gekommen? Ja, muss ja, das verstehe ich jetzt auch nicht. Ich hoffe, jetzt hört ihr das Telefon nicht so stark. Ich gehe da jetzt einmal nicht ran, fertig. Nee, es geht eigentlich. Ich höre es. Ja. Ich höre es zwar. Ganz aber. Eben. Diddle, diddle, diddle. Keiner, Anschluss unter dieser Nummer. Haben wir so weit? Nee.
müssen ja sowieso ein bisschen weiter hier hoch noch, ne? Also da unten an der Bergkante ist das Teil, ja. Kommt man da durch? Wo durch? Ach so, wir müssen dann den Berg entlang und dann rum, ne? Genau, wenn man da von oben gespawnt ist, also du musst aufpassen, da oben ist ein Spawnpunkt. Und dann Richtung Nordmilitäri da hoch. Genau. Ja genau, da wollen wir sowieso auch mal wieder rein. Das ist auch schon länger her, seit wir da waren, ne? Mhm. Oh, was gibt's da? Da unten sind zwei Futzen. Wie, zwei Futzen? Zwei Zombies. Ach so. Wo sind sie? Ich sehe hier gar keine. Da unten. In Rot und in Braun oder Grau oder so wird. Ich kann jetzt erst keinen Rücken. Ich muss blind sein, aber ich sehe die echt nicht. Die sind hinterm Baum hier. Und da liegen auch noch Leichen auf dem Boden, auch wahrscheinlich noch Zombies. Komm mal hier zu mir da. Unten. Ach da, das ist doch keine Olle, das ist ein Eher. Das sehe ich doch nicht. Ach, hier mit seinem Baumfällerhemd. Ja. Genau der. Und ich habe jetzt wieder einen neuen Stuhl, ich habe jetzt endlich wieder eine Rückenlehne. Hast du? Ja. Ja, Bequemlichkeit ist alles. Ja, und vor allem die schonenden Rücken. Genau. Okay. Und so, ne? Mal sehen, wo wir es hinkriegen, mit diesen Charakteren die komplette Karte einmal zu zeigen. Ja. Das wäre geil. Und gestern sind wir mit den Charakteren 2 Stunden ungefähr unterwegs gewesen. Ja, 2 Stunden haben wir volle Kanne aufgenommen. Krass. Also das hat gut, das haben wir mit gut durchgehalten. Sind auch, finde ich, nicht immer großartig begegnet von Spielern her, ne? Hm. Ah, hier sind jetzt 12 Stück drin. Oh, das geht. Hier, da vorne ist der Kasten. Ach, da vorne. Sind da Zombies, seht ihr zufällig schon was, dann rüste ich gleich Taschenlampe aus. Ja, ja, Zombies sind da auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann rüste ich die Taschenlampe aus. Und hier kannst du ganz gut mitrechnen, dass die auch Spieler sein können. Hier oben, hier ist jemand weggelaufen. Ja. Wo siehst du das? Na, weil da 3 Zombies stehen. Hintereinander stehen, wie so eine Schlange, dann ist einer abgehauen. Weil er kann aber dann eine Kurve gedreht haben und wieder zurück, wie wir das hier auch immer machen. Ja, oder ist da hoch? Was soll ich denn jetzt ausrüsten? Flashlight oder? Nee, Taschenlampe erstmal. Ja, Flashlight, okay. Da beim Felsen steht einer. Ach so, das ist die Basis. Da habe ich auch manchmal eine Waffe gefunden. Cool. Da weißt du doch, wo wir mal gewesen sind, wo einer auf dich geschossen hat und ich mich dann in der Ecke verkrochen habe. Ja. Wo wir hier auch im Dunkeln waren. Ich versuche die mal zu töten hier. Da unten sitzt auch ein Zombie. Der frisst auch irgendwas. Erstmal die Olle. Ich nehme mal den Bullen da hinten. Der scheint alleine zu sein. Nee, Tretminen sind hier nicht. Na, lass mal die Bienen mal da oben. Oder wollen wir die Bienen? Muss nicht. Vielleicht können wir sie ja trennen. Geh mal ein Stück auseinander, genau. Hey. Digga, hallo. Ja, hab einen. Hab den Bullen. Hab die Polente. Schön, dann mach sie mal schon fertig. Mach mal. Voll inne Fresse. Verreck. Gut. Ich sehe da oben Lichterkurz. Hat das was zu bedeuten? Lichterkurz? Ja, weißt du, der Kiwi, wenn der schlägt. Ach so. Taschenlampe, da macht die drum so Lichter, Dinger. Morse. Genau. Morsezeichen. Ich SOS. Hat es einen Grund, warum du gerade geduckt gegangen bist? Ja. Du? Ich bin nicht geduckt gegangen. Nicht, sah gerade so aus. Deswegen. Spieler-Sound habe ich im Kopf. Nee, ich nicht. Zum Glück nicht. Ich auch noch nicht, aber es könnte natürlich sein. Ich höre. Das heißt, also kümmert ihr euch um die Zombies und ich kümmere mich um die Waffenfutzen, oder? Ich bin hier der Schütze. Ach, da ist eine Olle. Komm her, Olle, komm. Da unten tritt mir. Immer in die Fresse. Okay. Jetzt habe ich den Spieler-Sound. So, das ganz eben kommt, ne, ganz schnell. Dieses. Könnte sein, dass vielleicht einer. Man hätte natürlich von oben vom Berg hätte man reingucken können, ne? Ausspähen. Ja. Einer ist da oben und gibt so Tipps, ey, er steht hinter dem Container, du gehst da hin, puff, tot, gewonnen. Hier ist eine Tretmine.
Ja, ich sehe sie da vorne. Wow, der steht. Ich laufe genau vor ein. Wieso trifft er mich? Blöder Penner. Boah, ich survive besser als Blackie. Und da, da liegt auch noch mal einer. Da drin sind auch noch mal ein paar, wenn ihr wollt, ne? Geht mal aufräumen da drin. Das war jetzt nett gemeint. Oh einer, Gott. Einer kommt von links. Mhm. Ich nehme die Olle. Also einen feindlichen Spieler sehe ich jetzt nicht. Sag das nicht, die verstecken sich immer gerne. Oh. In der Werkstatt kann ja einer sein, ne? Ja. Wenn man es als Werkstatt deuten kann. Oh, da liegt was. Was liegt denn hier? Schön. Da ist eine Waffe für dich. Da ist eine Waffe für dich auf dem Hänger. Einen Moment. Was? Oh. Geil. Ich leg mich mal kurz hin. Oh jawoll, ey. Ich habe eine Primärwaffe. Eine Mini 14. Mhm. Okay. Das sagt mir jetzt alles. Rüste ich gleich mal aus, um zu gucken, wie sie auch. Ach cool. Süß. Und dann ist da auch was? Spritze. Was bringt die Spritze? Naja, jetzt noch nichts. Später aber denken wir mal vielleicht. Deswegen habe ich schon so 15 angesammelt. Und ich habe auch schon eine Bandage gefunden und einen Painkiller habe ich auch noch gefunden. Ja. Jetzt hast du wenigstens, jetzt kannst du die Taschenlampe als Dings nehmen und dann immer wechseln, weißt du? Guck, was ich jetzt habe hier als Waffe. Ja, wir haben die Weiterentwicklung von. Was lag da gerade? Die Spritze. Achso, Ich nehme sie mal mit, weil ich. Dann tue ich jetzt den Colt raus und die Taschenlampe rein, so. So, aber normalerweise liegt da drüben eigentlich auch mal was, aber diesmal lag hier nicht auf dem Tisch. Also war eventuell einer schon hier, so kurz vorher, aber ist nicht mehr. Aber hier. Der hat die Waffe vergessen. Na, die kann da wieder, die kann wieder gedroppt sein. Kann, muss aber nicht. Warte, kann auch aus dem Müll einmal liegen. Was liegen wir hier denn rum? Hier liegt Müll drin, sauber. Oh, hier im Auto ist was, eine Can of Soda. Nice. Ja, mitnehmen. Ja, sicher. Wenn ihr was mitnehmen. Braucht, sagt Bescheid, ne? Ja, ja, bis jetzt reicht das alles noch. Bis jetzt. Ich hör Zombies über mir. So, und ich mache hier mal meinen ersten Schnitt und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.